Hallo, liebe App-Gefahrennutzer. Wir sind hier im neuesten Gameloft-Spiel Rival Knights. Das kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Steht für iPhone und iPads zur Verfügung und wie ihr hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich um ein Ritterspiel. Und zwar bestreiten wir Lanzenkämpfe und müssen versuchen, unsere Gegner vom Pferd zu holen. Wie das funktioniert, zeige ich euch einfach mal hier in einem Zweikampf. Oben seht ihr schon so drei Leisten, das sind ja die Fähigkeiten bzw. die Stärkepunkte. Und man muss mindestens in zwei der drei Kategorien vorne liegen, um den Gegner zu besiegen. Durch perfekte Taps aufs Display, also nicht so wie ich es jetzt gerade hier gemacht habe, kann man Geschwindigkeit aufbauen und dann kann man zielen, um da auch nochmal ein paar Punkte zu sammeln. Schubs, das hat hier nicht gereicht. Wir fallen vom Pferd. Ihr seht hier die Auswertung. In zwei Kategorien war der Gegner schneller. Es geht um Rüstung, Stelligkeit und Trefferpunkte. Und ich könnte jetzt hier mein Pferd verbessern. Das dauert 19 Sekunden. Und ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Das können wir investieren in andere Sachen. Helme, Rüstung, Lanze etc. pp. Ich würde sagen, ja, wir steigern mal hier die Lanze. Ihr seht schon da, alles kann man sich nicht kaufen, kostet Geld und man darf auch nicht zu schwer werden für das jeweilige Pferd. Denn dann kann man den ganzen Kram nicht mehr tragen. Wir versuchen jetzt nochmal, ob das reicht, hier in diesem Kampf zu bestehen. In diesem Level müssen wir drei Kämpfe hintereinander erfolgreich absolvieren, um dann fortschreiten zu können. Es gibt vier Kapitel mit jeweils vier Bossgegnern. Man kann auch Bonusfähigkeiten wählen, kostet auch Edelsteine. Wieder beschleunigen. Wieder zielen. Und diesmal haben wir gewonnen. Juhu, hello, alaf. Wie auch immer sich die Ritter gefreut haben mögen. So, wenn wir jetzt fortfahren, ja, das geht auch noch. Der dritte Kampf hier in diesem Kapitel, in diesem Level, besser gesagt. Und ich kann euch eins vorwegnehmen, auch den werden wir jetzt hier grandios bestehen. Auch wenn er hier mal wieder irgendwie den Finger-Tab nicht richtig erkannt hat und ich ein bisschen Geschwindigkeit verliere, reicht das noch durch den guten Stoß, den Gegner vom Pferd zu bekommen. Ihr seht, Geschwindigkeit haben wir nicht so gut, Rüstung und Fertigkeit oder Trefferpunkte waren wir halt vorne vor. Jetzt würden wir gerne das nächste machen, uns fehlt allerdings ja so ein Siegelpunkt. Wir könnten jetzt ein Mehrspielerduell starten, denn es gibt noch Social Siegel Points. Da haben wir 6 von, allerdings habe ich jetzt hier noch nicht durchgeblickt. Es gibt verschiedene Events, wo man gegen andere Leute antritt. Die werden aber automatisch vom System ausgewählt. Das heißt, ich kann jetzt keine echten Live-Multiplayer-Duelle mit Freunden spielen, die mir gegenüber sitzen. So, auch hier. Das alte Spiel. Beschleunigen, zielen und gewinnen. In der Zeit, wo wir jetzt gespielt haben, haben wir wieder einen so einen roten Solo-Siegelpunkt gesammelt. Den können wir jetzt noch einsetzen. Alternativ müssten wir das Ganze aufladen oder das iPad so 2-3 Stunden zur Seite legen. Dann haben wir da auch wieder 6 Siegelpunkte, mit denen wir dann spielen können. Ich würde sagen, dieses eine Duell nehmen wir noch mit hier in Rival Knights. Das wird sicherlich hochspannend. Denn was müssen wir machen? Wir müssen starten, im richtigen Moment auf los tippen. Wir müssen Geschwindigkeit aufbauen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Wir müssen zielen. Und schon wieder haben wir den Gegner vom Pferd gestoßen. Ja, ihr seht, große Überraschung gibt es in Rival Knights nicht. Finde ich sehr schade, denn so Ritterspiele, das kann man richtig toll umsetzen mit Geschicklichkeitsspielen, ja irgendwelche Ringe mit der Lanze aufsammeln, durch die Gegend reiten. All das gibt es hier leider nicht. Mir fehlen wieder Punkte. Das heißt, das war's. Ihr könnt euch Rival Knights kostenlos laden. Mir macht's nicht so viel Spaß, aber entscheidet selbst.